Zurück mit euch! Auf mein Zeichen! Vorwärts! Lasst sie nur kommen! Nur zu! So, die da noch an den Zwergentitanen. Ihr seid schwer! Kinder des Windes. Verteidigt die Stadt gegen die kaiserlichen Truppen. Der Kaiser ist euch mit seinen Truppen gefolgt und versucht nun zu wenden, was der Armee des Maskierten misslang. Ihr müsst die Uro ein weiteres Mal schützen. Flüchtet in die Stadt und beratet euch mit der Uro. Der Kaiser hat euch eine Falle gestellt. Urias ist gefallen, flieht vor dem Bronzegiganten zurück in die Stadt und versucht dort mit der Uro zusammen eine Verteidigung zu organisieren. Geht zu der alten Zwergenmine im Norden und errichtet ein Heer zum Schutze Kartais. Die Uro hat euch einen Schlüssel für eine alte Zwergenmine im Norden Kartais gegeben. Dort gibt es ein Monument der Zwerge. Nutzt es genauso wie die Gebäude der Zwerge, um Kartai gegen die kaiserlichen Truppen zu verteidigen. Schlagt die Heerführer der drei kaiserlichen Armeen und den Bronzegiganten. Die kaiserlichen Truppen sind diszipliniert, aber ohne ihre Anführer sind sie schwach. Besiegt ihre Heerführer und vernichtet den Bronzegiganten des Kaisers, den Mörder von Urias. Besiegt den Anführer der Nordarmee. Findet und besiegt den Anführer der kaiserlichen Armee im Norden. Besiegt den Anführer der Südarmee. Findet und besiegt den Anführer der kaiserlichen Armee im Süden. Besiegt den Anführer der Hauptstreitmacht. Findet und besiegt den Anführer der kaiserlichen Hauptstreitmacht. Ja. Vernichtet den Bronzegiganten. Der Vorder von Urias darf nicht entkommen. Vernichtet das metallene Monstrum, das den Kaiser bewacht. Das ist euer letzter Fehler. Folgt mir! Dann zum Angriff. Du, verstärkt die Deckung! Sie sind überall! Nur zu! Schließt die rein! Lass sie nur kommen! Die Rune ruft. Meine Axt wartet schon. Ja. Mehr davon. Los. Schnell. So, dann gehen wir jetzt erst einmal unseren Seelenstein hier zurück. Mir nach. Kampfbereit! Dann gehen wir erst nach unten. Hauen da den Sergeant weg. Und dann gucken wir weiter. Hier! Sofort! Schnell! Mir nach!
Aber ja, ich werde wahrscheinlich auch den Hexer mal gegen den Mentalisten dann austauschen. Stampf, stampf. Stampf wie die Stampf, stampf. Auf mein Zeichen, sofort! Mir nach! Die Truhe habe ich jetzt geplündert, oder? Ja. Jetzt gerade interessant, wo kommen die ganzen Büffel her? Oder haben sie, die sind jetzt alle respawned, weil mein Jäger kaputt gegangen ist? Ist jetzt alles wieder voller Büffel. Ja, vorwärts! Sofort! So, dann warten wir mal, bis unsere gesamte Armee da ist. Aber ganz ehrlich, wenn das die kaiserliche Armee ist, dann muss man nur müde lachen. In sich reinlachen halt, weil... Die könnte wirklich den Eisernen nichts entgegensetzen. Wenn Hokan dann irgendwann mal auf die Idee gekommen wäre, den Kaiser zu verraten und abzumurksen und in den Pyria einzufallen. Beziehungsweise ja nicht Hokan, sondern Belial dann. Hier, schnell! Wird sich dann übrigens auch interessant, warum Belial uns gesagt hat, dass wir den Fjaldan töten sollen. Zur Ehre also warum Hokan uns dazu aufgetragen hat, weil Belial und die Fjaldan müssten ja eigentlich verbündet sein. Schließt die Reihen! Wow, kommt nur Schließt her! Schließt die Reihen! Haltet durch, Männer! Da ist unser Magier wieder gestorben. Mehr davon! Los! Nur zu! Verstärkt die Deckung! Da fallen Krieger. Das ist eine Falle! Feindlicher Angriff! Mehr davon! Los. Geht es los? Also ja, wie ich sagte, die Kriegspriester sind nicht sonderlich hilfreich. Ja, vorwärts! Auf mein Zeichen, sofort! Mir nach! Ja, folgt mir! Schnell! Alles klar. Zu euren Diensten! Nital für mich rächen! Zeit zu sterben! Die Ahnen rufen uns! Haltet durch, Männer! Schlagt sie zurück! Unverzüglich. Kannst ruhig kommen. Verstanden. Geht es los? Lasst sie nur kommen. Oh, hier unten. Nital, gut. Mit uns. Einer hin. Wie die Rune befiehlt. Schnell. Schnell. Sofort. Okay, ich würde sagen, wir hauen noch mir nach. Die, die sich hier oben innerhalb der Stadt befinden. Und weg. Los! Postieren uns dann hier. Könnte jetzt theoretisch die... ersetzen mal. Mach ich auch einfach mal.
geht es los? Auf mein Kommando. Schicke ich mal unsere Heroes zurück, um die eine einzelne Palastwache, die dabei spawnen konnte, zu töten. Wer ruft mich aus dem Wind? Ihr seid schwach! Hilf auf mit uns! Ihr seid schwach! Hilf auf mit uns! Wer ruft nach Platz? Hier bin ich! Oh, wir haben noch einen verloren. Kampf mit bereit! Mit erstem Schritt voraus! Kampf bereit! Naja, egal. Ja, zur Seite! Lasst hören! Du schreckst mich nicht! Feindlicher Angriff! Schlag sie zurück! Schließt die Reihen! Die Rune zu Befehl! Ruft, wird sofort ausgeführt! Auf meinem Befehl! Vorwärts! So, dann holen wir die Helden noch wieder hier hoch. Weil wenn ich den Bronze-Giganten töte, oder getötet habe... Ja, dann... kommt die Cutscene gleich und das wäre dann zu viel für die Folge. Müssen wir vielleicht noch den Respawn hier töten, falls er uns gleich wieder angreift. Also wie es aussieht, kommen sie gleich schon wieder angerannt. Ja, machen wir die noch weg und dann speichern wir. Sie sind überall! Die Ahnen rufen uns! Mehr davon! Los! Verstärkt die Deckung! Ich höre! Ja, vorwärts! Okay, lasst euch etwas zurückfallen. Irgendwie kommt hier gerade sehr viel. Marschieren los! Okay, bewerfen wir sie einfach. Ja.
Marschieren los! So. Jetzt haben wir für den Augenblick die Ruhe. Weil da oben kommen schon die nächsten. Also speichern wir. So. Und dann gibt es erstmal einen kleinen Cut. Also, bis gleich.